Hallo meine Lieben, wir haben heute ein richtig schönes, knackiges Booty-Workout vor uns. Ihr braucht dafür gar nichts, für all diejenigen, die jedoch das kurze Bodykissband haben. Hierfür könnt ihr es auch einsetzen. Wir behalten es die ganze Zeit an, so als zusätzliche Po-Aktivierung. Aber lasst es auch gerne weg, ihr werdet auf jeden Fall trotzdem sehr doll euren Po merken. Okay, wir haben 20 Sekunden, kommen runter auf den Boden und heben unsere Hüfte aus der Ferse heraus und laufen mit kleinen Schritten vorwärts. Ihr könnt euch gerne mit den Handflächen unten abstützen und dabei versuchen wir, so gut es geht, oben mit der Hüfte zu bleiben. Weit hochdrücken, wir laufen ganz langsam vorwärts und langsam wieder zurück. Wir halten die Hüfte oben so weit wir können und wieder vorwärts. Nochmal zusätzlich nachjustieren und nach vorne. Und hier hinten merkt man die Spannung am Po. Wieder schrittweise zurück. Nochmal nachpumpen. Aus der Ferse, nicht auf die Zehenspitzen. Genau, ihr seid immer auf der Ferse. Und wir kommen hoch und in den Vierfüßlerstand. Wir machen Doggy Side Lifts. Das heißt, wir sind im Vierfüßlerstand angekommen und öffnen. Als allererstes öffne ich jetzt über die linke Seite. Gesäß nach außen drücken, Sitzbeinhöcker ziehen auseinander und wir öffnen über die Seite, mit oder ohne Bank. Erstmal nach links öffnen. Versucht, euren Oberkörper gerade zu halten. Blick kann auch gerne weiter nach unten gehen. Und wir bleiben in dieser Stellung. Noch öffnen. Noch einmal auf und der fliegende Wechsel auf die andere Seite. Das heißt, rechts öffnet sich. Und ihr solltet das richtig schön jetzt im Po spüren. Einmal aufstehen. Nächste Übung. Squat Up, Froggy Ups. Kombination aus Squats und danach kommen wir mit den Händen, mit den Handflächen auf den Boden und lassen nur einmal unser Gesäß hochkommen. Das heißt, wir kommen runter, hoch und gehen runter und einmal mit dem Gesäß hoch. Und dann werdet ihr merken, es kommt ein richtig schöner Flow zustande. Exklusiv hoch mit dem Gesäß. Ferse bleibt am Boden und hoch. Pump und hochdrücken. Einmal Pump, hoch. Und vor allen Dingen durch dieses Untenbleiben und das Hochdrücken hier in der Froschposition, da pumpt richtig schön der Po. 10 Sekunden haben wir noch. Noch einmal runter, noch einmal hoch und Pause. Wir wechseln in den Ausfallschritt, aber was ich jetzt sehen möchte ist, dass eigentlich unser Bein, was nach hinten geht, gar nicht den Boden berührt. Ihr müsst jetzt hier nicht einen One-Legged richtigen Squat hinlegen, aber wir versuchen, so eine kleine Balance-Sache für den Po zu machen. Das heißt, ihr könnt auch gerne ein bisschen mit der Ferse, ich meine mit den Zehenspitzen helfen, aber damit auch wirklich nur das Gewicht vorne bleibt. Wer es sich zutraut, kann hier auch ganz nur mit einem Bein runtergehen. Erstmal mit rechts hinten, hoch. Durch einen einbeinigen Ausfallschritt und exklusiv hoch. Oberkörper wird gerade. Runter, helfen mit der Zehenspitze, hoch. Andere Seite. Runter, erstmal das Gleichgewicht finden. Exklusiv hochziehen und dann mal trauen, ganz ohne das zweite Bein. Halte das Knie gerade
Letzte Übung für die erste Runde. Froggy Hip Raises. Wir kommen runter. Unsere Fußsohlen berühren sich. Und die Knie gehen weit auseinander zum Hip Raise. Das heißt, wir drücken die Füße aneinander und die Hüfte nach oben. Langsam runterlassen und nach oben. Ausatmen, hoch. Einatmen, runter. Und hoch. Sobald ihr könnt, ohne dass eure Fußsohlen sich voneinander trennen. Drückt sie aneinander und hoch. Wir können so liegen bleiben, wir haben die zweite Runde vor uns. Stellt eure Füße wieder auf. Wir gehen rüber zu unseren normalen Hip Raises, aber wieder mit den Walks, das heißt mit den Füßen, die langsam nach vorne laufen, das Band wieder weiter runterschieben, wenn ihr eins nutzt, und dann bereit machen, hoch mit der Hüfte, langsam vorlaufen. Schritt für Schritt die Spannung nicht verlieren, und wieder runter oder wieder hoch. Hüfte ganz oben. Und wir kommen hoch. Wieder in unseren Vierfüßlerstand. Ihr wisst, was kommt. Unser Doggy Side Lift. Wir hatten in der ersten mit links begonnen. Jetzt beginnen wir mit rechts. Die ersten 20 Sekunden. Macht euch bereit. 5 Sekunden. Und dann starten wir. Und los geht. Rechts öffnet sich. Oberkörper bleibt gerade. Es ist wie, wenn ihr Hunde seht, die irgendwo dran pinkeln. Männliche Hunde. Und immer weiter öffnen, immer noch bei rechts. Letzten zwei Bewegungen nach rechts. Und der Fliegenwechsel nach links. Noch 3, 2. Wir kommen hoch. Squat Ups mit unseren Froggy Ups. Findet eure Squat Position. Und dann greifen wir runter. Auf. Hochkommen. Wir werden mal ein bisschen schneller, ohne dass die Ferse vom Boden weggeht. Hochdrücken. Die Hüfte immer wieder nach vorne drücken, wenn ihr hochkommt und gerade werdet. Noch 30 Sekunden. In 4. Nicht aufhören. Pause. Direkt rüber zu unserem One Leg Lunge. Hier hatten wir mit rechts nach hinten begonnen. Jetzt fangen wir mit links nach hinten an. So ein bisschen Gleichgewicht finden am Anfang. Rechts ist das Standbein, links geht zurück.
Erstmal auf den Zehenspitzen und hochziehen. Und wenn ihr euch sicher fühlt, Knie gerade bleibt, gerne auch ohne Hilfe der Zehenspitzen. Ich kann euch sagen, wenn die Zehenspitze wegfällt hinten und ihr sie wirklich in der Luft lasst, merkt ihr nochmal zusätzlich den Po. Mal schön in die Knie gehen und hoch. Andere Seite. Rechts zurück. Fünf Sekunden. Letzte Übung. Froggy Hip Raises. Wir sind schon angekommen. Füße wieder aneinander, Fußsohlen. Band ein bisschen weiter hochziehen. Und hochdrücken. Ausatmen und sobald es geht mit der Hüfte hoch. Und vergesst nicht, Knie auseinanderlassen. Geschafft. Das war auf jeden Fall ein sehr knackiges, aber wirklich effektives Po-Training. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich verlinke euch unsere Bänder nochmal unten in der Infobox. Und nicht vergessen, ihr findet auf unserem YouTube-Kanal hier ganz viele andere freie Workouts. Und dann hoffe ich, dass wir uns da wiedersehen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Ciao!